Das jetzt serviert wird, hat Herr Feller immer noch Grady gehört. Yeah.
Jetzt sind wir zusammen. Das ist genial. Manu, es ist, wie wir immer sagen, angerichtet. Was sagst du? Alles für dich, aber eben, weil du eben so großartig warst. Und du hast mir heute am Nachmittag noch erzählt, du bist mehr nervös vor diesem Empfang als vor jedem Skiweltcuprennen. Wie geht's dir jetzt vom Gefühl her? Also das ist schon mal unglaublich, also danke an alle, die heute da sind. Ja, der erste Auftritt war jetzt schon mal Wahnsinn. Also mein Opa war ja selber da die Schützner und in dem Sinne werde er auch irgendwie bei uns dabei sein, weil er war bis zum Schluss dabei, also von dem her. Und ja, nervös, ja, du sagst es, also ich glaube, ich war noch bei kaum Rennen so nervös, als wir da vor meinem Auftritt heute. Und ja, unglaublich einfach. Also danke an alle, die was gekommen sind. Ich kann es auch noch nicht ganz klar. Wir haben einige Punkte vorbereitet und überzeugt, ne? Genau, das war das wichtigste Mal, den Applaus verdient. Überzeugt, wir machen jetzt das Traditionelle, weil es ist das höchste Gut für einen Tiroler, wenn die eigene Musikkapelle, da haben wir eine geniale mit der Knappmusikkapelle aufspielt und wenn die Schützen aufmarschieren und da haben wir auch das Beste vom Besten hier vor Ort in Philodrom und deshalb würde ich sagen, du bestellst dir jetzt mal hier, um das Reggae-Feeling auch so richtig zu genießen, die eigene errichtete Fellerbar, der Bruch und die Hammer mischen. Was hast du für einen Wunsch? Wir haben an alles gedacht. Was machst du für einen Cocktail? Heute darfst du einen trinken. Und die Killer Sunrise ohne die Killer. Okay. Die Killer Sunrise ohne die Killer. Das wird gehen. Und Stefan, würde ich sagen, bitte den ersten Marsch für unseren Vize-Weltmeister. Du hast eine einzige Aufgabe heute, die es einfach hier herum gut gehen zu lassen. Ich möchte mir das aber schon umschauen.